17,99 Kilo. Mondraker lässt mit seinem neuen Neat den Hammer im Light-EMTB-Segment fallen. Denn die Spanier erreichen das Gewicht mit 160 mm an der Front und einer voll enduro-tauglichen Ausstattung. Ob die Konkurrenz jetzt dicke Backen machen muss, klären wir in dem Video. Die Marke Mondraker hat ihre Wurzeln tief im Mountainbike-Rennsport. Neben der Ästhetik sind die Spanier deshalb besonders für den Leichtbau bekannt. Dass sie wahnsinnig viel Know-how in dem Bereich haben, zeigt auch der Hardtail-Rahmen Podium. Damit untermauern sie nämlich mit einem Gewicht unter 800 Gramm, dass sie derzeit diejenigen sind, die im Thema Leichtbau den Ton angeben. Und mit dem Know-how gehen die Spanier rein in das Light-EMTB-Segment. Das Neat ist das erste Light-EMTB von Mondraker. Mit dem Crafty hat Mondraker das Full-Power-EMTB-Segment entscheidend geprägt. Und genau an dem Erfolg wollen die Spanier mit dem neuen Neat-Modell ansetzen. Aber die Entwicklung im Light-EMTB-Segment ist rasant. Scott hat mit dem Lumen zuletzt ein Bike gezeigt, das sogar unter 16 Kilo wiegt. Allerdings muss man das Gewicht einordnen. Das Lumen hat nur 130 mm Federweg und eine deutlich tourenorientiertere Ausstattung. Einer der bekanntesten Vertreter aus dem Light-EMTB-Segment ist mit Sicherheit das Orbea Rise. Das Rise hat sowohl vorne wie auch hinten 10 mm weniger Federweg als das Neat. Aber es schafft auch, die 18-Kilo-Marke zu knacken. Wenn man Bikes mit 160 mm an der Front und 150 mm Federweg im Heck sucht, die unter 18 Kilo bleiben, dann findet man eigentlich nur das neue Specialized Levo SL und das Focus Jam Square SL, die ebenfalls unter der magischen 18-Kilo-Marke bleiben. Grundlage für das geringe Gesamtgewicht ist der Rahmen. Und den gibt Mondraker mit 2300 Gramm ohne Akku und Motor an. Die 2300 Gramm, das ist eine Marke, den selbst nur die Top-Mountainbikes ohne Motor erreichen. Das Gewicht ist nur eine Kenngröße von so einem Bike. Der zweite wichtige Fakt ist natürlich der Motor. Und hier ist auffällig, dass sich Mondraker erstmals gegen ein Aggregat von Bosch entschieden hat. Und das, obwohl die Schwaben gerade erst ihren neuen Leitmotor, den Bosch SX, vorgestellt haben. Hier hinterm Kettenblatt versteckt sich nahezu unsichtbar der TQ HPR50 Motor. Das ist aktuell der leiseste EMTB-Motor auf dem Markt, der zusätzlich noch ein super geringes Baumaß hat. Das Entwicklungsziel von Mondraker mit dem Neat war es, das Bike so nahe wie möglich vom Fahrgefühl her an ein Bike ohne Motor heranzubekommen. Und das war in den Augen von Mondraker mit dem TQ HPR50 am besten möglich. Der Motor liefert 300 Watt in der Spitze bei 50 Newtonmeter Drehmoment. Und was das natürliche Fahrgefühl neben der geringen Geräuschkulisse unterstützt, ist die wirklich harmonische Motorsteuerung. Bei kaum einem anderen Motor vergisst man so schnell, dass man hier elektrisch fährt wie beim TQ. Auch geil, zur geringen Geräuschkulisse des Motors gesellt sich auch keinerlei Kettenklappern in der Abfahrt dazu. Der Hinterbau ist nämlich hier mit großen Gummiteilen wirklich mustergültig abgeklebt. Man muss ehrlich sein, ein Dampfhammer ist der Motor im Gelände aber nicht. Selbst im Light-EMTB-Segment gibt es Motoren, die einfach mehr Power liefern. Der Fazua Ride 60 zum Beispiel hat eine Boost-Funktion, die einen steilen Anstiegen nochmal deutlich besser unterstützt. Mit der TQ-App kann man die Unterstützungsstufen individuell anpassen. Mein Tipp für alle Vielfahrer, passt die leichteste Unterstützungsstufe so an, dass sie wirklich nur mit wenigen Watt unterstützt. So schafft man es auch mit dem kleinen 360 Wattstunden Akku relativ weit zu kommen. Wer mehr will, der muss die Option mit dem Range Extender ziehen. Für ca. 500 Euro kriegt man hier 160 Wattstunden extra. Die Besonderheit beim neuen Neat ist, dass trotz dem Range Extender immer noch Platz für eine Trinkflasche im Rahmen ist. Um das möglich zu machen, hat Mondraker seine bewährte Zero Suspension Hinterbaukonstruktion angepasst. Der Dämpfer steht nicht mehr, sondern liegt jetzt nahezu im Rahmen. Das schafft nicht nur Platz, sondern zieht auch den kompletten Schwerpunkt des Bikes nach unten. Ansonsten bleibt das Hinterbausystem unverändert. Der Dämpfer ist also nach wie vor schwimmig gelagert und das hintere Rahmendreieck kommt ohne Gelenk aus. In Kombination mit den kurzen Umlenkhebeln ist die Konstruktion besonders steif.
Das Bike klebt auch bei hohem Tempo förmlich am Boden. Das liegt zum einen daran, dass der Hinterbau wirklich sensibel arbeitet. Zum anderen hält er sich, wenn es richtig rappelt, auch immer ein paar Reserven zurück. Dass hier im Heck 10 mm weniger Federweg wie an der Front zur Verfügung stehen, merkt man auf dem Trail nicht. Man kann nicht über ein Mountrecker-Bike sprechen, ohne auf die Fast-Forward-Geometrie einzugehen. Damit haben die Spanier schon vor über 10 Jahren den Markt deutlich geprägt. Auch hier fällt der Reach mit 450 mm sehr lang aus. Der Lenkwinkel bleibt mit 64,5 Grad im Bereich des üblichen. Auffällig ist der relativ lange Hinterbau. Mit 450 mm sind die Kettenstreben deutlich länger als bei vielen Konkurrenten. Das sorgt für ein laufruhiges Fahrverhalten bergab. Und wenn es bergauf richtig steil wird, bleibt das Vorderrad lange am Boden. Trotz des geringen Gewichts fordert das Bike vor allem auf verwinkelten Trails aufgrund des langen Radstands eine aktive Fahrweise. Die SRAM Eagle Transmission Schaltung knallt die Gänge auch unter Volllast rein. Was man neben den Fahreigenschaften noch betonen muss, ist, dass die Integration wirklich gelungen ist. Das Display ist sehr geschützt und liefert die nötigen Informationen. Die Optik ist wirklich aufgeräumt. Das Bike gibt es in drei Ausstattungsvarianten ab 8.000 Euro. Eine Alu-Version wird es nicht geben. Das Topmodell, das wir hier haben, kostet 12.000 Euro. Die Preise sind hoch, dafür gibt es an der Ausstattung auch wirklich nichts zu kritisieren. Die Top-Schaltung von SRAM verbaut und Carbon-Laufräder und im Fahrwerksbereich das Nobelste, was es aktuell gibt. Das Bike ist leise, das Bike ist leicht und das Bike hat ein natürliches Fahrgefühl. Abschließend kann man sagen, dass Mountrecker mit dem neuen Neat den Light-EMTB-Trend wirklich auf den Nerv trifft. Für all diejenigen, die überlegen, ihr klassisches Enduro ohne Motor durch ein E-Bike zu ersetzen, ist das Bike hier wirklich eine riesengroße Versuchung. Auf emtb-test.com haben wir als einziges Medium weltweit den kompletten E-Mountainbike-Markt für euch analysiert und aufbereitet. Da könnt ihr filtern, vergleichen und euch tiefgründig zu den Bikes informieren. Schaut's rein, es lohnt sich wirklich.